So, und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich bin heute in Frankreich, in Chambly oder so, ich kann kein Französisch, auf einer ganz, ganz kleinen Strecke, sehr enge, sehr, sehr technische, anspruchsvolle Strecke. Mal was ganz anderes, dieses Jahr bin ich ja bisher nur Riesenstrecken gefahren, Hockenheim, Most und Oschersleben, ja, und da ist das hier ein riesengroßer Unterschied. Ich zeige euch später auch die Strecke, wir gehen sicherlich später mal zusammen über die Strecke. Ich zeige euch ein, zwei Ecken, weil es ist wirklich tricky hier zu fahren, es ist nicht so einfach. Die CBR schlägt sich aber sehr gut, ist eigentlich schon fast eine 600er Strecke hier. Mit der 1000er bist du eigentlich, also du hast halt gar keine Geraden oder nur eine wirkliche Gerade, wo man Leistung brauchen könnte. Deshalb die 600er hier natürlich perfekt, funktioniert auch alles sehr gut. Gerade die Bremspumpe von Magura kommt hier wirklich sehr, sehr gut zum Einsatz, weil hier kommt es aufs Bremsen drauf an. Und ja, seid gespannt, die Strecke ist wirklich wild. Ich würde sagen, ich schnack gar nicht lang rum. Wir drehen erstmal zusammen eine Runde, schauen uns das Ganze an. Und ja, macht auf jeden Fall Spaß. Los geht's. So, der erste Tag ist gefahren und ich nehme euch jetzt auf jeden Fall mal mit über die Strecke und wir sind hier gerade an der Streckenausfahrt und das sieht hier halt einfach null aus wie eine Rennstrecke, ne? Das sieht halt irgendwie aus, keine Ahnung, wie, ich weiß nicht, wie sieht das aus, wie ein Flugplatz oder so, ganz strange. Aber ich zeige euch mal hier ein bisschen die tricky Stellen, weil davon gibt es auf der Strecke echt einige und ich glaube auch, dass das die vom körperlichen und vom Denken her ist das, glaube ich, die schwierigste Strecke, die ich bisher gefahren bin. Also ich finde sie schon echt, die ist schon echt schwierig, aber macht richtig Bock und man kann hier halt sehr, sehr gut an diesen technischen Punkten arbeiten, an dem schnellen Umlegen, richtig lang in Kurven reinbremsen, weil man halt auch so langsam runterbremsen muss, also auf so wenig Geschwindigkeit und auch dieses mit sehr wenig Geschwindigkeit hohe Schräglagen fahren. Also ich meine, ich bin da hinten in der Kurve mit vielleicht 60 oder so auf den Ellenbogen und das kann mich halt perfekt üben. Ja. Und jetzt geht's hier schon mal raus. Raus mit die Viecher auf die Strecke. Und da sieht man halt gleich die erste Kurve, die da vorne kommt. Super eng. So, jetzt sind wir hier auf der Strecke. Im Endeffekt da hinten kommt man an. Da ist quasi Start-Ziel da hinten. Da kommt man hier an.
Und hier quasi da vorne die erste Rechtskurve, hier die erste Linkskurve und das sieht man schon. Das ist immer sehr schwierig auf der Kamera darzustellen, aber ich versuche es euch zu zeigen. Hier ist schon so eine richtige Senke und auch die Geschwindigkeit in der Kurve hier ist mega langsam. Also man sieht ja vielleicht, ich hoffe man sieht es, wie eng die ist und ich versuche euch jetzt mal zeigen, wie hoch das ist. Kann man, sieht man das ja? Doch, sieht man schon gut. Also das geht hier halt wirklich... keine Ahnung, sag ich mal, 50 cm runter, das hört sich jetzt nicht viel an, aber wenn ihr fahrt, da geht das Vorderrad, sagt schon so ein bisschen ein. Ne? Ja, geht hier dann im Endeffekt geradeaus weiter und hier gibt es ganz viele Stellen, die man richtig schön hinterschneiden muss. Die eine ist die, wo wir jetzt sind, also irgendwie hier müsste man so mehr oder weniger gerade hier sich raustreiben lassen oder hier gerade durchfahren. Aber schon allein, weil die Kurve hier vorne so super langsam ist, verkackt man das meistens, kommt ein Stück zu weit raus und ist dann hier eigentlich viel zu weit rechts. Und muss dann hier immer so ein bisschen kämpfen, dann weit genug nach rechts zu kommen wieder. Weil die Kurve hier dann nochmal einen harten Knick macht und dann halt rechtsrum nochmal aufmacht. Ja, hier sieht man auch perfekt. Also ich hoffe, es kommt auf der Kamera raus, wie eng das eigentlich alles ist. Also man hat hier halt echt nicht viel Platz für Fehler irgendwie. Und ja, nach der Kurve muss man sich auch so ein bisschen wieder raustragen lassen. Und man muss sagen, hier ist der Belag noch richtig gut. Wenn wir weiter, also später auf der Strecke ist der Belag oder wird der Belag etwas schlechter. Aber hier ist eigentlich alles ganz cool und... ja, das sieht man nochmal. Alles ein bisschen eng. Hier macht die Kurve dann auf, kann man richtig schön ans Gas gehen, innen bleiben, sich dann raus in die Mitte treiben lassen und dann da hinten so aus den zwei Kurven eine Kurve machen. Ist ganz geil. So, und jetzt sind wir auf, ich glaube, einer der geilsten Linkskurven, die ich kenne. Also das geht ja, es fängt ja hier hinten an. Zack, und geht hier, ich meine, hier hört es immer noch nicht auf, es geht bis... dahinter zu dem Wald im Endeffekt. Bis dahin geht diese Linkskurve. Ewig lang, man kann hier wirklich mit viel Speed durch. Aber was jetzt gar nicht so, was man gar nicht so sieht, hier sind echt viele Bodenwellen drin. Und wenn man irgendwie eine schöne Linie fährt, wird man eigentlich hier von außen dann irgendwann zumachen mit der Zeit. Aber hier gerade hier vorne sind nochmal richtig Bodenwellen. Und das ganze Motorrad, das will unter euch so richtig weg. Ne? Durch die Bodenwellen immer wieder diese Hüpfer sozusagen, arbeitet es richtig nach außen. Also es ist echt ein tricky Punkt und jetzt, wo es vorhin so extrem warm war, also heute hat es 31 Grad, da merkt man halt auch, dass man leichter ins Gas geht und das Hinterrad richtig schön weg will. Also alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber die geilste Ellenbogenkurve, hier kann man wirklich von vorne bis hinten einfach durchschleifen. Also ja gut, die Aufnahme habt ihr bestimmt gesehen, das hat auf jeden Fall Laune gemacht. Was krass ist, gerade hier sieht man das nochmal. Also hier gibt es einfach kaum Kiesbetten. Ne? Also da hinten ist ein Kiesbett, das ist eigentlich schon lächerlich. Das ist eigentlich schon, darf man nicht mal Kiesbett nennen. Hier ist eigentlich alles Wiese. Finde ich eigentlich gar nicht mal so verkehrt, weil man hat halt mega viel Platz. Und wenn was ist, könnte man mehr oder weniger ausrollen oder zumindest versuchen. Ich weiß nicht, auf Wiese komme ich besser zu stehen, zumindest in meinem Kopf besser zu stehen, als auf Kies oder in Kies. Weil ich sag mal, ein Kies ist immer Dilf. Schau mal, wie lange wir jetzt schon diese Linkskurve laufen und die ist immer noch nicht vorbei. Und hier... da vorne hört es auf. Ah, die ist echt einfach nur geil. Da hat aber auch einer keinen Bock mehr hier an der Stelle. Da hat er dann auch einfach aufgegeben. Ich liebe es ja, solche Streifen immer anzugucken, dass man sich so überlegt, okay, man ist jetzt so 90% dieser Kurve durchgefahren und hier ganz am Ende der Kurve dachte sich dann einer, nee, das gebe ich mir nicht mehr. Einfach gib ihm geradeaus. Oh Mann. So, jetzt sind wir ein bisschen weiter gelaufen. Hier ist dieses Waldstück, also da hinten kam die Strecke rum, dann gab es eine Rechtskurve. Und das Stück ist eigentlich auch ganz interessant, weil hier kann man nochmal richtig ans Gas gehen, um dann im Endeffekt hier auch, das ist alles relativ blind, muss man sogar sagen, weil was man jetzt hier im Video gar nicht so sieht wahrscheinlich, ja, ein bisschen, ganz leicht, aber hier ist alles mit Steigung. Also hier geht es auch leicht einen Berg hoch und man hat hier auch ganz leicht eine Kuppe drin und... fliegt dann im Endeffekt hier auf den Punkt zu. Und das ist eigentlich eine mega geile Stelle. Also ich fühle die extrem. Und das ist auch was ich geil finde, das zu üben. Weil man hier in Schräglage anfängt zu bremsen. Im Endeffekt wieder sich gerade stellt und dann die Bremse zuhält bis hinter den Scheitel da hinten. Also ich zeige euch quasi das mal. Also man fährt irgendwie so hier so und dann zielt man jetzt im Endeffekt, obwohl ja die Kurve da hinten richtig eng links rum geht, aber man zielt erstmal ganz nach außen hier Richtung Curb, um dann ganz hinten umzulegen und am besten die nächste Kurve nochmal zu hinterschneiden. Und das gucken wir uns jetzt an. So, und da sieht man auch eigentlich ganz gut, wo hier nicht so viel Gummi ist, weil
hier quasi die Linie ist, wirklich super weit hinten. Und dann ist es, glaube ich, so ein bisschen eine Geschmackssache, wie früh man einlenkt. Aber ich versuche, wobei es ist schwierig, sich daran zu, das zu machen, ich versuche relativ spät einzulenken, weil ich die nächste Kurve hinterschneiden will. Und warum, das zeige ich euch auch gleich. Aber ich, ja, wahrscheinlich hier irgendwo, also lenke ich dann ein. Und dann halt, das ist alles noch auf der Bremse. Ja, hier immer noch halte ich die Bremse zu, also von da vorne hier rum, alles mit Bremse gezogen. Und dann macht man hier, versucht man hier, so gut es geht, den Scheitel am Ende der Kurve sozusagen, oder am Ende der, wie sagt man, ja, hier am Ende vom Körper, also irgendwo hier zu setzen. Weil wenn man hier das hier komplett hinterschneidet, dann kann man die Senke, die jetzt kommt, fast Vollgas nehmen. Ne? Und das ist richtig schwierig. Und ich sehe gerade hier, sind wir an diesen Kurvenausgängen, wo richtig ans Gas gegangen wird, auch von den Autos und so, ist der Belag auch nicht ganz so geil. Und dann ist es nämlich so, wenn ich jetzt hier schaffe, mich geil zu positionieren, kann ich hier komplettes Gas aufreißen, weil ich sonst, wenn ich jetzt hier viel zu weit außen bin, muss ich ja erstmal eine Linkskurve fahren, um dann hier eine Rechtskurve zu fahren. Und wenn ich mich hier aber schon gut positioniere, dann fahre ich ja hier einfach geradeaus diese Senke runter. Und die Senke ist richtig witzig. Also mit der CBR, ich habe angefangen, alles im ersten Gang zu fahren, habe ich gemerkt, das ist totaler Krampf, erster, zweiter Gang zu wechseln mit der CBR. Kommt man ganz auf den Leerlauf und so, es nervt total. Deshalb fahre ich mittlerweile alles im zweiten Gang und versuche einfach Schwung mitzunehmen. Und auch wenn mir dann vielleicht auf den Kurs in der Sekunde fehlt, aber mich nervt das einfach erster, zweiter Gang total. Und ich glaube auch auf Dauer geht das Getriebe kaputt. Und jetzt sieht man, eigentlich total geil, wenn man jetzt hier sich gut positioniert hat, dann mache ich hier also eine Gerade draus. Und kann in diese Senke richtig reinhämmern. Und ich hoffe, man sieht gleich, wenn wir runtergegangen sind, wie weit es ja eigentlich runtergeht. Also das sind bestimmt 5, 6 Meter. Ist das 5 Meter? Safe. Safe, oder? Also es ist richtig, es geht jetzt richtig arg bergab. So sieht man. Ja, ist richtig krass. Hier kommt auch ein schönes Vorderrad immer so ein kleines bisschen hoch. Je nachdem, wie gut man aus der Kurve da vorne rausgekommen ist. Und da ist dann halt auch wieder alles blind, ne? Das ist auch total geil. Im Endeffekt zielt man danach auch richtig schön Richtung Feld. Einfach mit dem Vertrauen, das wird schon. Mal gucken. Es ist aber auf der Kamera immer so ein bisschen schwierig, das rauszubringen. Aber ja, also wenn man das nicht sieht, also das geht halt geisteskrank runter. Und das sieht man jetzt schon, da sieht man gar nichts. Da oben sieht man auch gar nichts. Ja? Und man zielt hier trotzdem irgendwie Richtung Körper. Und wenn man dann hier richtig zielt, dann haben wir halt eine Gerade aus diesen ganzen drei Kurven eine Gerade draus gemacht oder so fast gerade. Man muss wirklich ganz, ganz wenig Schräglage nur aufnehmen und kann dann hier richtig geil über diese Kuppe. Und dann zieht man wirklich Richtung Feld, um dann die nächste Kurve auch wieder zu hinterschneiden. Und dann, er hier hat es verkackt mit seinem, ich liebe diese Spuren immer, ich finde das so geil. Ja, und dann ziele ich hier wieder Richtung Feld, um hier dann, man sieht es auch wieder gut, wo die hellen Stellen sind. Um hier dann die nächste Kurve wieder zu hinterschneiden. Aber echt ein richtig tricky Part. Also es fängt schon an mit dem krassen Bremsmanöver da vorne, mit dem langen Halten, mit dem richtigen Linie wählen. Und jetzt sieht man hier auch so ein bisschen, dass ich hier eben so eine Gerade draus machen kann. Und eben mit ganz wenig Schräglage, also ganz leicht lenken muss man dann schon. Aber halt, ja, nicht so viel. Und dadurch spart man hier Zeit und darum geht's. Und dann ist hier nämlich wieder so eine richtig enge Kurve aus der Drohnenperspektive, seht ihr es bestimmt nochmal, wo man hier auch wieder hinterschneiden müsste oder hinterschneiden sollte, um dann halt für die nächste Kurve auch wieder richtig gut vorgerüstet zu sein. Also dieses ganze Stück hier hinten ist wirklich, glaube ich, mit der trickigste Part und das ist, glaube ich, auch der Part, wo ich noch am meisten Zeit liegen lasse, weil man hier halt wirklich ganz akkurate Linie fahren muss und einfach darauf vertrauen muss, das wird schon gehen und einfach auf dem Gas bleiben muss. Und nicht zucken darf, ja. Keine Schwäche zeigen. So, und die Stelle hier will ich mir auch nochmal ganz genau angucken, weil hier ist mir vorhin das Hinterrad ein-, zweimal bös weggegangen, weil ich glaube, da sind ein paar Bodenwellen am Kurvenausgang, wo man richtig schön ans Gas geht, genau an der Stelle. Und also einen schönen Rutscher hatte ich, der war echt nicht so geil. Und danach habe ich hier an der Stelle halt immer ordentlich das Gas rausgenommen und bin sehr vorsichtig, sehr spät ans Gas gegangen. Weil hier, ja gut, hier an der Stelle irgendwo würde ich jetzt Gas aufspannen für diese lange Gerade, die kommt. Ja und gut, hier ist halt der Boden auch ein bisschen kaputt, ne? Ich weiß nicht, wie man es sieht. Hier sind Rillen. Hier ist der Boden insgesamt nicht so gut. Daran liegt es halt und ich glaube, es sind auch so ein paar Wellen drin, die man jetzt auf der Kamera oder so nicht sieht. Auch der Boden vom Belag her, hier sind viele Löcher. Deshalb ist mir dann wahrscheinlich auch das Hinterrad ein bisschen entglitten. Aber alles gut gegangen. Jetzt kommen wir auf eine lange Gerade. Die ist nicht so spannend. Und gleich zeige ich euch noch den letzten. Richtig, der ist wirklich ganz derbe, der letzte Punkt auf dieser Strecke. Ja,
Zeige ich euch gleich. So, jetzt sind wir am nächsten Spot angelangt. Da hinten ist die lange Gerade, dann kommt da hinten eine Spitzkehren. Alles nicht so interessant, auch hier wieder eine Gerade. Und jetzt geht es wieder los, weil auch hier wieder eine Kuppe ist. Im Endeffekt, ja, lenke ich hier irgendwo da dann ein. Hier, relativ nah dran. Und dann ist hier, sieht man das? Ja, man sieht es ein bisschen, ja, weil der Wald halb verschwindet. Ist hier eine Kuppe. Und hier gehe ich nochmal richtig ans Gas und lenke währenddessen dann halt auf links um im Endeffekt. Also mache diese Linkskurve noch fertig. Und dabei, das Vorderrad hat ja auch immer richtig Bock. Vor allem, weil man dann hier gleich wieder an die Bremse muss. Weil hier auch wieder eine richtig heftige Rechtskurve kommt. Und dann ist es auch wieder hier aus den Kurven eine Gerade machen. Also hier einmal quasi aus der links hier und dann diese rechts hier im Endeffekt einen geraden Strich machen. Um dann hier schön sich weit raustragen zu lassen, um die nächste Kurve wieder richtig dick zu hinterschneiden. Und das heißt hier, dass ich mich also wieder weit raustragen, um diese Rechtskurve, die sieht jetzt, ja, von der Drohne aus wird man sehen, dass die relativ heftig ist. Auf jeden Fall hier wieder versuchen zu hinterschneiden. Ich komme da dann immer so einigermaßen mittig wahrscheinlich aus dem Stück hier vorne raus. Und ich sehe gerade, hier sind auch wieder ein paar Stellen, die so ein bisschen... Ja, was geht? Ist okay. Ja, dann können wir hier wieder so mittig raus. Okay, alles noch nicht ganz so wild. Was aber geil ist, ist diese Linkskurve hier. Weil das war das, was ich vorhin gesagt habe, wo man wirklich mit 60 oder 70 km/h locker auf den Ellenbogen kommt. Und das ist dann immer so ein Antippen. Finde ich mega nice. Sieht einfach geil aus auch. So, also hier die Kurve wird man irgendwie von, ja, ungefähr hier halt so relativ wieder versuchen zu hinterschneiden, damit man hier auf dem kurzen geraden Stück wieder ordentliches Gas aufspannen kann. Und hier ist auch immer mehr Platz, als man denkt. Also ich habe immer in meinem Kopf, dass hier relativ wenig Platz ist, aber eigentlich kann man sich hier auch echt schön nach rechts treiben lassen. Was man auch machen muss für diese geistesgestörte Kurve, die jetzt gleich kommt, die wirklich, also die ist wirklich auf diesem anderen Level. Also wer sich das Layout ausgedacht hat, der muss auch wirklich hier in Frankreich ein paar Weine drin gehabt haben. Also da muss wirklich der ein oder andere Liter Uso reingegangen sein. Nee, das war nicht wahr. Ich hatte einfach keinen Bock mehr auf Franzosen. Ohne Witz. Da kam dann eine Grieche und hat sich Uso gegönnt. Nee, also weil das ist jetzt geistesgestört. So, also wir kommen hier wieder an. Ja, schön auf die Bremse und müssen hier auch wirklich hardcore auf die Bremse steigen, weil was hier kommt, ja, jetzt guck mal wieder, ob wir das im Video so sehen, aber das muss man sehen, was das hier für ein Höhenunterschied ist. Ist einfach nur kaputt. Also das ist wirklich, das sind, wie weit geht das hoch? 1,50 Meter, aber innerhalb von ja. 1 Meter. Nee, es geht nicht höher als ich. Ja, irgendwo da oben dann. Aber bis hierhin, so dieses erste Stück sind so, ja, schon so 1,50 würde ich sagen. Guckt euch einfach an, wie steil das ist. Und dann, man muss halt hier auch richtig eng rum, weil hier vorne dann es gleich wieder nach rechts geht. Ne? Das heißt, wenn du dich jetzt zu weit raustragen lässt, dann fährst du ja da komplett ins Gebüsch rein oder in den Kies. Deshalb hier richtig eng rum und es ist halt, ich weiß nicht, wie man das in meinem Video zeigen kann, wie wild das ist. Aber es ist einfach, ja, man sieht es halt gar nicht, oder? Ja, du bist halt auch, es ist halt auch echt eine richtig gefährliche Stelle, weil du eigentlich hier noch auf der Vorderradbremse bist, die irgendwo hier löst und dadurch, dass diese Kuppe dann auch hier kommt, verlieren hier auch ganz viele Leute ihre Reifen. Also ich weiß nicht, ob eher vorne oder hinten. Ich glaube, es ist eine Mischung, weil wenn du hier dann ans Gas gehst, ich glaube, der Hinterreifen ist dann auch schnell weg. Aber, also wie das hier hochgeht, ich versuche das nochmal irgendwie euch zu zeigen, diesen Höhenunterschied. Ja, man kann sich, ich hoffe, ihr könnt es euch vorstellen, es ist auf jeden Fall ganz krank. Also wenn man hier steht und das sieht, dann denkt man einfach nur, wer zum Teufel hat sich das ausgedacht? Das ist einfach richtig gestört. Ja, gut. Und wenn man da dann das geschafft hat, das überlebt hat, dann hat man es auch schon fast geschafft. Dann kommt man nämlich hier mit der Rechtskurve und diesem wunderschönen Sonnenuntergang hier hinten schon auf die Startziel. Und das war eine Runde in Tremblay, wie ich gelernt habe. Als echter Franzosenversteher. Ich habe keine Ahnung von Französisch. Und dann kommen wir hier nämlich auf diese letzte rechts im Endeffekt. Vor, ich sag mal, Startziel in Anführungsstrichen. Und die muss man auch so ein bisschen hinterschneiden, weil wenn man hier zu weit am Körb bleibt oder zu weit innen bleibt, dann wird man sich hier auch raustragen lassen. Die macht hier nochmal so einen ganz kleinen Knick. Und dann geht's aber auf Startziel. So, das war die Runde Tremblay. Und was, wie ich finde,
ich glaube wirklich, auf jeden Fall die technischste Strecke, auf der ich bisher war. Ich würde auch sagen, die schwierigste Strecke. Allein da die Linie richtig zu setzen, ist wirklich nicht ohne. Und hier schnell zu sein, braucht einiges an Mut. Also ich habe ein paar YouTube-Videos gesehen, die sind noch einige Sekunden schneller als ich. Und ich weiß noch nicht so richtig, wie die das machen. Aber die haben wahrscheinlich einfach mehr Eier als ich. Gut, ich bin halt auch das erste Mal hier. Aber auf jeden Fall eine wilde Strecke. Kann ich empfehlen, gerade für Anfänger, die halt nicht so auf dieses Highspeed stehen, sondern einfach technisch was lernen wollen. Mega geil. Also wie gesagt, gerade Bremsen lernt man hier sowas von gut. Und ich sag mal so, nehmt Ersatzbremsbeläge mit, die könntet ihr hier brauchen. So, und damit haben wir es geschafft. Jetzt machen wir Folgendes. Wir springen ein bisschen, nämlich auf den nächsten Tag. Und morgen fahre ich ein bisschen zusammen mit Martin, mit Motanio, der ist auch wieder hier. Und davon seht ihr jetzt ein paar richtig geile Aufnahmen. Los geht's. Kleines Status-Update, es hat 34, 35 Grad, ich bin schon fertig, ich bin fix und fertig für heute, aber der Martin, der fährt noch ein bisschen und wir sind gerade wunderschön zusammengefahren. Ja. Und jetzt, Martin, erzähl mir und den Leuten da draußen ein bisschen was von dieser Strecke. Die ist ganz, ganz anders als alles andere. Es ist was anderes, es ist kein Most, es ist kein Ausschussleben, das ist ein kleiner Kurs, ein sehr technischer Kurs. Ihr braucht ja auch nicht viel Leistung, da seid ihr wahrscheinlich mit einer 400er oder so mit am schnellsten. Ja, es ist einfach mega technisch zu fahren und ihr könnt super gut üben, in die Kurven so ein bisschen reinbremsen. Vor allem Wechsel und ja, einfach so kleine technische Sachen sind sehr schwierig, super schwierige Strecke. Ich glaube hier, wenn man wirklich viel Übung hat, dann kann man wirklich viel Zeit rausholen. Ja, also wir haben auch schon gemerkt, also es gibt Leute, die hier anscheinend Zeiten rausknallen, wo ich jetzt gerade im Moment noch nicht weiß, wie das gehen soll. Aber du musst hier halt... Also du brauchst hier halt wirklich alles an Technik, was du irgendwie gelernt hast. Und das Ding ist halt, die ist so anstrengend, die Strecke, weil du keine Sekunde eigentlich Zeit hast, um dich auszuruhen. Es gibt eine Gerade, ich habe euch ja die Strecke schon gezeigt, eine Gerade gibt es, wo du so ein bisschen chillen kannst für so 3 Sekunden. Ja, maximal. Und dann ist wieder rechts, links, rechts, links. Welche Stelle fandest du am schwierigsten? Ich würde fast sagen, die Kuppen, also die Senken mit der Kuppe danach, wo du nichts siehst, sondern sehr stark hinterschneiden musst, die waren eigentlich recht schwierig zu fahren, würde ich sagen. Genauso wie dieses Bergab-Passage am Anfang der Strecke, da bist du halt viel am Wechseln und Reinbremsen und sowas, da musst du auch super viel machen und sowas und musst halt auch von Gasbremse, der Umgriff und sowas ist alles nicht ganz nicht so einfach. Super schnell hintereinander und super... Ja. Ja, super krass. Ja, geil. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat es richtig Spaß gemacht jetzt hier. Ja, also ich habe es echt gefeiert. Du hast ja gestern instruiert. Deshalb fährst du jetzt deswegen heute auch nochmal. Noch und ich bin fertig, weil bei 36 Grad fahren, also mir war es gerade schon wirklich fertig.
Ja, geil, deine Karre steht auch wieder, aber wir haben uns ja in Most schon gesehen, das wissen wir ja eigentlich schon. Ja, stimmt. Dass deine Karre schon wieder steht. Ja. Ja. Aber ich verlinke euch trotzdem hier mal das Video von Martin, wie er seine Karre eingebandet hat, weil das muss man einfach sehen, das war großes Kino. Und falls ihr in Most mal seid, guckt mal in der Kurve, da ist ein guter Abdruck in der Bande. Super, dann ich verabschiede mich von hier auch schon, weil für mich war es das heute. Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß. Ja, und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal hier wart in Chambly oder Chambly. Wie spricht man das aus? Ich glaube Chambly. Chambly, keine Ahnung. Schreibt es mal in die Kommentare, dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.